Hoi, das ist Irmi Dürum von www.healingarts.ch. Wir machen jetzt eine Klopfanleitung und zwar geht es um das Thema Eifersucht. Wir haben so die Ziele für das nächste Jahr aufgelistet, haben Bilder rausgesucht und schau mal die Bilder an, die du dir ausgesucht hast. Und schau mal, wie hoch ist jetzt die Eifersucht. Es gibt wirklich Leute, die das bereits schon leben, die das bereits schon haben. Und spür mal so in dich rein, wo spürst du die Eifersucht? Die darf da sein, der Neid und die Eifersucht, die darf da sein. Ist ja auch eine sehr positive Kraft. Im Bauch. Im Bauch, und wie hoch ist das? Wenn das ist 10. Bauch. Fangen wir einfach mal mit der Eifersucht an und schauen wir, wohin das nachher geht. Handkante. Auch wenn ich die Eifersucht in meinem Bauch habe. Auch wenn ich die Eifersucht in meinem Bauch habe. Wenn ich das Bild anschaue. Wenn ich das Bild anschaue. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich den Neid spüre. Auch wenn ich den Neid spüre. Ich will das auch. Ich will das auch. Wieso habe ich das nicht? Wieso habe ich das nicht? Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Auch wenn ich den Neid und die Eifersucht spüre. Auch wenn ich den Neid und die Eifersucht spüre. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Und das haben andere. Und andere haben das. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Und ich mache auf für die Möglichkeit. Und ich mache auf für die Möglichkeit. Die Eifersucht und den Neid. Die Eifersucht und den Neid. Zu transformieren. Zu transformieren. Augenbraue. Der Neid. Der Neid. Seite vom Auge. Die Eifersucht. Die Eifersucht. Unter dem Auge. Ich will das auch. Ich will das auch. Unter der Nase. Aber ich schaff's nicht. Aber ich schaff das nicht. Unter dem Mund. Ich bin ja so klein. Ich bin ja so klein. Schlüsselbein. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Unter dem Arm. Ich bin so eifersüchtig. Ich bin so eifersüchtig. Unter der Brust. Ich spüre den Neid in meinem Bauch. Ich spüre den Neid in meinem Bauch. Auf dem Kopf. Ich spüre den Neid in meinem und die Eifersucht in meinem Bauch. Ich spüre den Neid und die Eifersucht in meinem Bauch. Tief durchatmen. Spür noch ein bisschen so genauer rein in deinem Bauch. Neid, Eifersucht, hat es da noch andere Emotionen? Also Wut. Wut hat es drin? Mhm. Gut, sonst noch was? Und auch Trauer. Aha. Ja, und wenn ich dann so denke, andere haben das, dann fühle ich mich so klein. Aha. So Mangel, Mangelware. Mangel, gut. Mhm. Handkante. Auch wenn ich die Wut und die Trauer habe. Auch wenn ich die Wut und die Trauer habe. Wenn ich das Bild sehe. Wenn ich das Bild sehe. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich mich so klein fühle. Auch wenn ich mich so klein fühle. Und mir mein ganzer Mangel bewusst wird. Und mir mein ganzer Mangel bewusst wird. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Und ich mache auf für die Möglichkeit. Und ich mache auf für die Möglichkeit. So zu expandieren. So zu expandieren. Dass das auch für mich möglich ist. Dass das auch für mich möglich ist. Auch wenn ich den Mangel spüre. Auch wenn ich den Mangel spüre. Und ich so klein bin. Und ich bin so klein. Voller Wut. So voller Wut. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle. Und ich wähle. Die Emotionen zu transformieren. Die Emotionen zu transformieren. Und zu expandieren. Und zu expandieren. Augenbraue. Der Mangel. Der Mangel. Seite vom Auge. Ich fühle mich so klein. Ich fühle mich so klein. Unter dem Auge. Ich habe all die Wut. Ich habe all die Wut. Andere haben das. Andere haben das. Unter der Nase. All die Trauer. All die Trauer. Unter dem Mund. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Schlüsselbein. Ich fühle mich so als Opfer. Ich fühle mich so als Opfer. Unter dem Arm. Ich fühle mich so klein. Ich fühle mich so klein. Unter der Brust. Ich habe all den Mangel. Ich habe all den Mangel. Auf dem Kopf. Ich bin eifersüchtig und neidisch. Ich bin eifersüchtig und neidisch. Neidisch. Durchatmen. Schau nochmals hin auf dein Bild. Wie groß ist die Eifersucht jetzt? Eifersucht ist weniger, aber ich bin jetzt irgendwie trauriger geworden. Aha. Und was ist, kannst du da schauen, was da noch drin hat in der Trauer? Kommt ein Bild von früher oder was kommt? Was hat die Trauer zu tun?
Sonst machen wir es allgemein. Ja. Klopfst am Daumenpunkt. Ich liebe und akzeptiere mich. Ich liebe und akzeptiere mich. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Mit meiner Trauer. Mit meiner Trauer. Auf der tiefsten Ebene. Auf der tiefsten Ebene. Vom allerersten Mal an. Vom allerersten Mal an. Als ich Trauer je erlebt habe. Als ich Trauer je erlebt habe. Ich wähle. Und ich wähle. Die Trauer jetzt loszulassen. Die Trauer jetzt loszulassen. Und wieder ganz. Und wieder ganz. In der Kraft. In meiner Kraft. Von Freude und Lebensfreude zu sein. Von Freude und Lebensfreude zu sein. Tief atmen. Stell dir vor, dass du oranges Licht einatmest. Du eingehüllt bist in oranges Licht. Gut, und dann gehen wir noch auf den Punkt Handrücken. Ich liebe und akzeptiere mich. Liebe und akzeptiere mich. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Mit meiner Trauer und Hoffnungslosigkeit. Mit meiner Trauer und Hoffnungslosigkeit. Der tiefsten auf Ebene. Der tiefsten Ebene. Vom allerersten, Mal an. Als ich die Trauer und die Hoffnungslosigkeit, je erlebt habe. Und ich wähle. Und ich wähle. Die Trauer, Und die Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnungslosigkeit. Jetzt loszulassen. Jetzt loszulassen. Und wieder ganz, in der Kraft von Leichtigkeit, und Bestimmtheit zu sein. Tief atmen. Atme dunkelblau, violettes Licht ein. Gut, dann schau dir nochmal dein Bild an. Was macht es mit der Trauer? Das ist eigentlich neutral. Mhm, gut, und die Eifersucht? Vielleicht noch zwei. Okay. Handkante. Auch wenn ich noch ein bisschen Trauer und Eifersucht auch habe. Auch wenn ich ein bisschen Trauer und Eifersucht habe. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle. Und ich wähle. Diese Energie zu nützen. Die Energie zu nützen. Um mich auszudehnen. Um mich auszudehnen. Und dorthin zu kommen. Dorthin zu kommen. Auch wenn ich noch ein bisschen Trauer, Wut und Eifersucht habe. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle. Und ich wähle. Das als Wegweiser zu nehmen. Das als Wegweiser zu nehmen. Um zu wachsen. Um zu wachsen. Auch wenn ich noch ein bisschen Eifersucht, Wut und Trauer habe. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle. Und ich wähle. Schritte zu machen. Schritte zu machen. Und zu wachsen. Und zu wachsen. Und dorthin zu kommen. Und dorthin zu kommen. Augenbraue. Die restliche Eifersucht. Die restliche Eifersucht. Seite vom Auge. Die restliche Trauer. Die restliche Trauer. Unter dem Auge. Die restliche Wut. Die restliche Wut. Unter der Nase. Das restliche Gefühl von Mangel. Das restliche Gefühl von Mangel. Unter dem Mund. Ich bin so ein armes Opfer. Ich bin so ein armes Opfer. Schlüsselbein. Die restliche Wut. Die restliche Wut. Unter dem Arm. Die restliche Trauer. Die restliche Trauer. Unter der Brust. Die restliche Eifersucht. Die restliche Eifersucht. Auf dem Kopf. Was wäre, wenn ich das nützen könnte? Was wäre, wenn ich das nützen könnte? Um in die Richtung Schritte zu machen. Um in die Richtung Schritte zu machen. Wo ich hin möchte. Wo ich hin möchte. Tief durchatmen. Schau nochmal dein Bild an. Gut. Mhm. Gut, dann stell dir vor, du hast das bereits. Geh wirklich in das Bild hinein. Spür, wie du das hast. Spür die Freude, die du dabei empfindest. Atme so, wie wenn du das bereits hättest. Mhm. Nimm die Körperhaltung ein, die du hast, wenn du das bereits lebst. Mach den Gesichtsausdruck, den du hast, wenn du das bereits hast.
spürst du mit allen Sinnen, atme es ein. Spür den Geschmack auf deiner Zunge. Sieh dich, wie du das lebst. Spür, wie das ist, wenn du das lebst. Und spür die Dankbarkeit, dass du das leben kannst.